Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ja, da gibt es ein Mineral, das uns doch wirklich in die Entspannung bringt, ein Anti-Stress-Mineral, und das ist unser wundervolles Magnesium. Wo das vorkommt, wie es wirkt, in welcher Form es am effizientesten für unseren Körper ist, alles das erfahren wir heute von unserem Gast, Dr. Volker Schmiedl. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Volker, schön, dass du da bist. Liebe Corinna, ich freue mich. Magnesium, das ist ja auch so ein unendliches Thema. Da gibt es ja auch so viele Theorien wieder dazu, auch in welchen Formen und für was es gut ist. Aber das Schöne, wenn du da bist, wir steigen ja erstmal mit der Grundlageninformation. Starten wir mal durch und freue mich natürlich schon mal auf deine erste Folie zum Thema Magnesium. Genau, also erstmal freue ich mich, dass ich wirklich über das Magnesium berichten kann. Ich habe manchmal so den Eindruck, es geht nur noch um die neuen Nährstoffe. Mhm. K2, OPC, MSM, ja. Und die alten bewährten, die fallen da eigentlich so ein bisschen runter. Und das ist so schade, weil die sind nach wie vor natürlich wichtig. Und darum wollen wir uns heute diesen wertvollen wertvollen Mineralstoff Magnesium zuwenden. Ich habe es jetzt mal Anti-Stress-Mineral genannt. Und entscheiden wir uns also, ob wir eher in die Entspannung gehen oder in den Stress. Und es wirkt eben entspannend. Und zwar auf die Muskeln, okay, das weiß mittlerweile jeder. Ja, was macht man bei Wadenkrämpfen? Natürlich Magnesium hilft nahezu immer. Man sollte eben schon gut mit Magnesium ausgestattet sein, damit man es gar nicht in die Krämpfe reinkommt. Aber es entspannt auch die Psyche. Jetzt also nicht so stark wie Valium oder andere schwere Psychopharmaka, nicht, aber auf eine milde Art und Weise wirkt es eben auch hier mental entspannend. Das sagen die Ernährungsgesellschaften, brauchen wir. Wir brauchen täglich mit der Nahrung 300 bis 400 Milligramm. Kriegt man heute gar nicht mehr immer so. Wir werden gleich uns mal einige Lebensmittel anschauen, wie wir denn unseren Bedarf decken oder verbessern können. Und ja, ich darf dich jetzt auch mal wieder fragen, wenn du jemanden raten solltest, nimm viel gute Lebensmittel, die Magnesium enthalten. Was wäre dein erster Ratschlag? Na, ich weiß, dass die Banane immer kommuniziert wurde, aber das ist ja immer so das Thema, gell? Ja. Und letztendlich ist es immer, ich hätte jetzt eher auf Nüsse also empfohlen, diese ganzen Hülsenfrüchte-Thematik, okay. Ja. Genau, also ich habe hier mal so ein schönes Bild, wo sehr viele magnesiumreiche Lebensmittel drin sind. Und da ist die Banane natürlich auch mit dabei. Die hat auch Magnesium. Generell alle Früchte, besonders Trockenfrüchte natürlich, die sind nochmal konzentriert. Alle Gemüse, da ist, glaube ich, Spinat damit aufgeführt. Generell alles, was grün ist, hat viel Magnesium. Warum? Wir kennen ja bei Menschen das Hämoglobin. Mhm. Da ist ja das Zentralatom des roten Blutfarbstoffs, das Eisen. Und interessanterweise sieht das Chlorophyll chemisch ganz genauso aus wie das Hämoglobin, aber in der Mitte haben wir ein Magnesiumatom. Mhm. Ja, und das macht das eben dann so grün. Also alles, was grün ist, hat viel Magnesium. Nüsse, Samen, du hast es schon gesagt, sind auch nochmal sehr magnesiumreich. Und Kakaopulver, wird man gleich im Einzelnen nochmal eingehen. Und ich habe darum auch mit der Banane jetzt angefangen, weil die immer wieder genannt wird. Und da sehen wir, da ist nur in Anführungsstrichen 36 Milligramm drin. Das bedeutet, wenn ich eben noch mal 360 Milligramm meinen Tagesbedarf allein damit decken möchte, dann brauche ich ein ganzes Kilogramm, aber das ist... ist die Leber wahrscheinlich dann komplett haben wir auch im viel Eimer. Zucker. So viel Zucker wollen wir auch nicht haben. Ja. Und ich habe jetzt mal so ein paar Vergleichslebensmittel aufgeführt, die mich so ein bisschen überrascht haben. Der Seelachs, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass der viel Magnesium hätte, aber der hat mehr als die Banane. Oder Kohlrabi als Gemüse, wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, dass der jetzt so mineralreich ist, hat auch mehr als die Banane, hat aber viel weniger Zucker, viel weniger Kalorien. Also alle Gemüsensorten sind schon mal gut. Jetzt kommt eben die Bombe, Kakaopulver. Das sind in 100 Gramm allein 410 Milligramm drin. Nun kann man 100 Gramm Kakaopulver am Tag vielleicht auch nicht so ganz empfehlen, aber
endlich sagt mal jemand, wir dürfen Schokolade essen, das ist doch schön, ne? Natürlich dann die dunkle, die 60, 70, 80-prozentige, ja, es muss auch nicht eine ganze Tafel sein, aber mal so ein Riegel, haben wir auch nicht unseren gesamten Tagesbedarf gedeckt, aber nur ein paar Prozent, na mehr als 10% hätten wir dann schon mal dabei, ja. Leinsamen auch noch durchaus, wie gesagt, alle Samen und Nüsse sind magnesiumreich. Und nicht vergessen bitte auch das Mineralwasser. Und da gibt es natürlich ganz, ganz unterschiedliche Formen. Es gibt Mineralwasser, ich habe eins gefunden, da ist nur 0,3 Milligramm drin, also praktisch destilliertes Wasser. Und es gibt auch Mineralwasser, da ist mehr als 100 Milligramm in einem Liter drin. Und dann hätte ich schon mal so etwa ein Drittel bis ein Viertel meines Tagesbedarfs mit einem Liter gedeckt. Und es wird durchaus auch aufgenommen, ja. Also das sind so die Quellen, wo ich es mit der Nahrung kriegen kann. Trotzdem haben nicht wenige einen Mangel, weil viele haben einfach auch einen erhöhten Verbrauch an Magnesium. Es gibt ja jetzt auch natürlich nochmal spezifische Magnesiumformen wie Magnesiumcitrat oder Bisglycinat nehmen ja die Triathleten gern. Und da stellt sich ja oft die Frage, was ist wirklich für den Körper ideal in der Aufnahme? Und was ich auch spannend fand, es gibt auch Aufschlüsselungen, wo du wirklich dem Magnesium verschiedenen Punkten zuordnest. Ein Magnesium ist für die Psyche gut, das andere eher für den muskulären Part, das dritte wieder für die Nervenbahnen. Kann ich mich daran orientieren oder sind das wieder irgendwelche Floskeln, die so, dass man halt wieder ein bisschen was zum Erzählen hat? Also generell ist da recht wenig erforscht, muss man sagen. Es gibt wenige Magnesium-Resorptionsstudien. Es scheint so zu sein, und das ist für mich durchaus auch plausibel, generell werden die organischen Magnesiumverbindungen besser aufgenommen. Du hast einige davon schon genannt, Citrat, Bisglycinat, Orotat generell, all diese werden ziemlich gut aufgenommen. Im Gegensatz zu den anorganischen Formen, Magnesiumcarbonat, Magnesiumoxide, die werden meines Wissens nicht so gut aufgenommen. Ja, in manchen Präparaten, da werden da manchmal so Korallenpräparate gegeben bei Osteoporose mit Kalzium und Magnesium. Und das sind alles anorganische Verbindungen oder auch Felsen werden zermahlen und sollen da besonders gut aufgenommen. Das sind alles anorganische Verbindungen und Magnesium und Kalzium in der hohen Dosierung behindern sich gegenseitig auch in der Aufnahme. Also das wären Formen, die ich persönlich nicht so gern präferieren würde, sondern wirklich die organischen Verbindungen. Mit den Schwerpunkten, der einzige Schwerpunkt, der so halbwegs nachgewiesen ist, ist das Magnesium-Orotat beim Herzen. Da scheint es wirklich Zusammenhänge zu geben. Alles andere habe ich jetzt keine Studien bisher vernommen, wo man sagt, ja, aber genau dieses Magnesium, das wirkt in der Psyche nochmal. Und das andere wirkt im Muskel besser, ja. Wichtig ist, Magnesium, dann haben wir wirklich, dann haben wir was, wenn wir gut mit Magnesium versorgt sind. Jetzt gibt es ja Leute, die reagieren wirklich auf Magnesium, Citrat mit vielleicht auch Durchfall, dünnem Stuhlgang. Gibt es da dann eine Möglichkeit, wirklich ein Magnesium zu sich zu nehmen? Gerade wenn man jetzt Triathlet ist, macht es ja keinen Sinn, wenn du dann irgendwelche Verdauungsprobleme hast. Na, erstmal der Triathlet oder überhaupt der Sportler sollte niemals direkt vor dem Wettkampf Magnesium nehmen, ja. Sondern der sollte seinen Körper in den Tagen und Wochen davor oder Monaten da gut mit Magnesium versorgt haben. Und er kann am Abend vorher kann man nochmal Magnesium ein bisschen nehmen, aber nicht am Wettkampftag. Das würde ich auf jeden Fall ablehnen wollen. Und dann, ja, müsste man mal ausprobieren, ja. Also wenn er auf Magnesium Durchfälle kriegt, dann kann er vielleicht auch mal verschiedene Verbindungen probieren. Aber zum Beispiel beim Bisglycinat weniger Durchfälle kriegt als beim Orotat oder beim Citrat. Das muss er einfach für sich selber ausprobieren. Er muss dann natürlich immer dieselbe Menge nehmen. Zum Beispiel eben 300 Milligramm reines Magnesium-Ion. Ja, dann ist es vergleichbar und dann soll er das nehmen, mit dem er am besten zurechtkommt. Man hat ja früher, habe ich im Studium gelernt, dass Magnesium da an 300 Stoffwechselprozessen beteiligt ist. Mittlerweile ist man sogar schon bei 3000. Also es scheint wohl
wird gesagt. Ja. Deswegen bin ich froh, dass du da bist. Da kann ich nämlich alle meine Mythen mal hier abklären. Nein, ich weiß da nicht mehr als du. Ich kenne das auch mit den 300 Enzymen, wo es ein Kofaktor ist. Und jedes Enzym ist ja für einen Stoffwechselprozess mitverantwortlich. Also ich kenne auch nur den Wert, den du genannt hast. Mhm. Und jetzt frag mich bitte nicht nach den 300 Enzymen, die davon beeinflusst werden. Ich weiß es auch nicht. Aber es ist ja eigentlich auch egal, ob es jetzt 50 oder 300 sind. Es ist einfach an unglaublich vielen Stellen im Organismus mit beteiligt. Mhm. Vermutlich eben nicht nur die Dinge, die wir jetzt hier noch nennen, sondern viel, viel, viel mehr. Und jeder sollte gut mit Magnesium versorgt werden. Und es macht niemand etwas verkehrt, wenn er eben mal so 100, 200, 300 Milligramm einnimmt. Wenn er Dünnpfiff kriegt, dann weiß er hat von dem Magnesium oder eben von dieser Verbindung in dem Moment zu viel. Also er müsste es dann auf 2 oder 3 Tagesportionen aufteilen oder er müsste dann einfach die Dosis reduzieren. Der Körper zeigt dann im Prinzip auch an, dass er nicht so viel haben will, haben muss. Dann kann man auch ein bisschen runterfahren. Mhm. Super. Da hatte ich zum Beispiel echt schöne Erfahrungen gemacht, wenn Mitarbeiter Bluthochdruck hatten. Und die haben dann regelmäßig wirklich auch vorm Schlafen gehen Magnesium zu sich genommen, dass sich wirklich auch das wirklich positiv verändert hat, diese ganze Thematik. Ja, das ist vermutlich über 2 Wege. Mhm. Das eine, nochmal die muskelentspannende Wirkung. Wir haben in den Gefäßen ja auch glatte Gefäßmuskulatur. Die kann sich natürlich auch ein bisschen entspannen. Wir haben dadurch eine leichte, das ist keine dramatische, aber eine leichte Blutdrucksenkung. Mhm. Und das Zweite wäre dann natürlich auf dem Weg der Beeinflussung des vegetativen Nervensystems, dass wir einfach eben mit dem Nervensystem ein bisschen runterfahren und damit dann auch der Schlaf besser wird. Und wenn wir besser schlafen, sinkt auch der Blutdruck besser, wir sind insgesamt ausgeglichener, sind am nächsten Tag ausgeruhter. Und da habe ich sogar auch 2 Studien mal mitgebracht, damit wir sehen, das ist nicht alles jetzt hier aus den Fingern gesogen, sondern da gibt es auch eine harte wissenschaftliche Grundlage. Ich weiß, manche Zuschauer mögen Studien nicht so ganz gern, aber die 2 will ich Ihnen jetzt doch mal aufdrücken, weil ich sie so eindrucksvoll finde. Also hier war ein paar Dutzend Senioren, und Senioren haben ja häufig Schlafstörungen, denen hat man einfach mal 8 Wochen lang 500 Milligramm Magnesium gegeben, also schon richtig gut. Und das ist bei rausgekommen. Tut mir leid, ich mache jetzt hier die original englische Abbildung dazu, ich übersetze es auch. Also wir haben so einen Schlaflosigkeitsschwere-Index, ja. Und da sieht man, in der Magnesiumgruppe nimmt dieser Index immerhin um 14% ab und in der Placebo-Gruppe viel, viel weniger. Schlafdauer nimmt in der Magnesiumgruppe immerhin um 12% zu, Placebo völlig gleich. Einschlafstörung, Schlaflatenz, und viele Leute können ja auch nie einschlafen, 14% weniger als unter Placebo. Ja, es macht eben auch schon was aus, dann eben eine halbe Stunde wach zu liegen oder vielleicht nur 25 Minuten. Man schläft schneller ein. Und ganz spannend, das wusste ich bis dahin auch nicht, dass die Beeinflussung eben nicht nur über das vegetative Nervensystem geht, sondern auch über unsere Hormone. Und das Ausmaß hat mich hier auch überrascht. Also zum Beispiel Melatonin, ja. Melatoninspiegel steigt unter Magnesium nochmal um ein Drittel an. Und wir wissen, wie wichtig Melatonin für den guten Schlaf ist. Umgekehrt Cortisol, unser Stresshormon. Und viele haben abends auch noch hohe Cortisolspiegel. Und dann können die eben auch nicht gut schlafen, ja. Sinkt unter Magnesium ab. Finde ich fantastisch. Also Magnesium, mach mal nie was verkehrt, vor dem Einschlafen zu nehmen. Kinder haben auch Schlafstörungen, nicht zu knapp. Hier hat man mal Kindern mit Aufmerksamkeitsproblemen 3 Monate lang, okay, nicht nur Magnesium gegeben, man hat denen auch Omega-3 gegeben. Also ich denke, das hat da auch eine ganz große Rolle gespielt. Aber beide zusammen haben sich eben ergänzt. Wir wissen jetzt nicht, was das Beste da war. Ich denke, es war die Kombination. Und die hatten tatsächlich viel weniger Aufmerksamkeitsprobleme und Verhaltensstörung, das ist ja schon mal sehr schön, aber quasi als Nebeneffekt wurde der Schlaf auch noch mal besser. Und das zeigt die folgende Grafik. Und wir sehen hier die Kinder, mit, eben wie gesagt, das war schon eine Selektion von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten. Immerhin hatten auch 30-40% von denen, schwarz die Jungs und grau die Mädels, 30-40% hatten auch Schlafstörungen.
Und wir sehen nach 6 Wochen schon deutlich weniger und nach 12 Wochen beide Gruppen nahezu halbiert, was die Schlafstörungen angeht. Und dann sind die natürlich auch tagsüber ruhiger. Und die Eltern haben auch weniger Probleme, wenn die nachts ruhiger sind. Also das ist so dankbar für die gesamte Familie, da gut mit Magnesium und ja natürlich auch Omega-3 ausgestattet zu sein. Ich glaube, auch noch ein entscheidender Faktor ist, dass das Magnesium ja basisch wirkt, oder? Dass man da sagt, okay, man kann auch jetzt Übersäuerung, die durch Fehlernährung und Co. Oder ist das auch so? Ja, das ist richtig. Generell die basischen oder vielmehr die organischen Magnesiumverbindungen wirken allem Organismus basisch. Also gerade die Zitronensäure, also gerade das Magnesiumcitrat wirkt nochmal besonders basisch. Wir wissen, dass ein Magnesiumcitratmolekül 3 Basenmoleküle, also 3 Protonen, bindet und ausscheidet. Das ist schon ganz ordentlich. Ja. Und das kann ich ja dann auch, ja klar, wenn man jetzt weiß, Übersäuerung ist auch mit einem Einflussfaktor bei Bluthochdruck und so, spielt es ja dann auch immer schön mit ein. Super. Genau. Perfekt. Was hast du uns noch mitgebracht? Ja, wie kann ich denn feststellen, ob ich einen Magnesiummangel habe? Und da werde ich jetzt vielleicht einige vor den Kopf stoßen. Wo misst man denn das? Im Serum? Okay, da habe ich schon vor mehr als 20 Jahren erfahren, nein, Serum ist ja nur das Transportmedium. Mhm. Das ist eigentlich gar nicht so gut. Wir müssen es doch im Vollblut messen, ja. Weil in den Erythrozyten ist viel mehr Magnesium drin als im Serum. Also müssen wir es dort messen. Mhm. Ja, habe ich auch lange so gemacht. Das Problem ist, ich war mit den Ergebnissen nie so ganz zufrieden gewesen. Ja, ich hatte Leute mit Wadenkrämpfen. Mhm. Ich habe jede Nacht Wadenkrämpfe. Das ist Magnesium, wir messen Magnesium. Und dann waren die Werte völlig normal im Vollblut. Okay, manchmal waren sie auch niedrig, aber ich hatte auch normale Werte. Hätte ich nie erwartet. Oder umgekehrt, ich habe Leute, die haben ganz niedrige Vollblutwerte gehabt. Ich habe gesagt, haben Sie Wadenkrämpfe? Nö, überhaupt nicht. Mhm. Es hat nicht gestimmt, ja. Und dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Und mittlerweile sage ich, gar nicht mehr messen. Mhm. Jegliche Messung ist Unsinn, ja. Ich habe vor kurzem ein Interview geführt mit dem Professor Kisters. Der war lange Zeit Präsident der Magnesiumgesellschaft. Also es gibt eine ganze Gesellschaft, die macht nichts anderes als Magnesium. Und habe den auch gefragt, Mensch, ich bin mit allen Messungen nicht zufrieden. Weißt du denn da irgendwas was Besseres? Ja, und er sagt, ja, das wissen wir schon seit lange. Weder Serum noch Magnesium ist völlig untauglich. Können wir uns schenken. Er ist jetzt dran zu erforschen, das ionisierte Magnesium. Das soll angeblich tatsächlich gut sein. Aber ich sage, toll, in welchem Labor kann ich das messen? Nö, da musst du das Gerät selber bei dir in der Praxis haben, was natürlich viel Geld kostet. Und man kann es nicht einschicken, das muss sofort untersucht werden. Also darum im Moment, wenn es da bisher noch keine praktikablere Möglichkeit der Messung gibt, verlass mich einfach auf die Symptome. Mhm. Ja. Was ist die Trias des Magnesiummangels? Die Symptome, die immer wieder angegeben werden. Für mich ist das natürlich Muskelkrämpfe. Ja, wenn jemand Muskelkrämpfe hat, dann kriegt der Magnesium. Der wird vollgestopft. In der Regel nach 14 Tagen lässt das dann auch nach. Verstopfung ist ein weiteres Symptom. Mhm. Gebe ich auch sehr gerne Magnesium. Und drittes Symptom, Herzrhythmusstörungen. Also wenn 2 davon oder am besten sogar 3 davon vorliegen, dann macht man mit Magnesium nie etwas verkehrt. Mhm. Ja, ich kann auch mal Herzrhythmusstörungen alleine mit Magnesium behandeln. Also jeden einzelnen Punkt könnte man damit behandeln. Aber wie gesagt, da arbeite ich mittlerweile nur noch symptomatisch. Niemand macht etwas falsch, wenn er Magnesium nimmt. Aber bei diesen Symptomen sollte er auf jeden Fall schauen, ob er damit gut reagiert. Wann sollte ich wirklich nochmal doppelt großzügig sein mit der Magnesiumgabe? Bei allen Sportlern, ja. Mhm. Sportler haben natürlich einen enorm hohen Verbrauch, auch über den Schweiß. Wenn jemand Entwässerungsmittel einnimmt, ja, Diuretika zur Blutdrucksenkung zum Beispiel oder bei Herzschwäche, die scheiden nicht nur Kochsalz aus, die scheiden auch Kalium und Magnesium aus. Also die sollten nochmal doppelt gut mit Magnesium behandelt werden. Hoher Alkoholkonsum kann auch zum Magnesiumausscheidung über die Niere führen. Und Stress ist noch mal ganz besonders schlimm, weil Magnesium macht Stressmangel,
Entschuldigung, Magnesium macht Stress und Stress macht wiederum über eine erhöhte Ausscheidung auch noch Magnesiummangel. Also die Katze beißt sich quasi in den Schwanz, ja. Also da immer gut dafür sorgen mit anderen Dingen, pflanzlichen Beruhigungsmitteln, Omega-3, Magnesium, dass wir aus dieser Stressspirale herauskommen. Das ist so, so wichtig. Mhm. Ich glaub, jetzt gibt es natürlich auch noch Folie. So diese Geschichten wie Magnesium-Spray, was jetzt ja auch immer mehr an Vormarsch gewinnt. Okay, da erwischst du jetzt so einen bunten Punkt bei mir. Ja, da habe ich heute ein Gefühl dafür. Also ich sag mal so, ich bin kein Freund davon. Also ich hoffe, dass jetzt kein Shitstorm kommt oder sowas, ja. Ich weiß, es gibt Leute, die haben super gute Erfahrungen damit gesammelt, ja. Mhm. Und sagen, ja, es ist so vieles viel besser geworden. Und dann müssen wir das so im Raum stehen lassen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich stelle da immer so die boshafte Gegenfrage. Sagen Sie mal, wenn Sie im Meer baden, ja, im Mittelmeer, Sie baden eine Stunde im Meer, kriegen Sie da sehr viel Durst? Ach nö, ganz normal, wie sonst auch. Ja, aber eigentlich im Meer ist doch ganz viel Kochsalz drin. Da ist ja mehr Kochsalz als in unserem Blut drin. Also entsprechend dem Diffusionsgradienten müsste ja Natrium über die Haut in den Körper gelangen. Tut es aber nicht. Ja, da haben wir eine Hautbarriere. Mhm. Das Magnesiumchloridatom ist noch viel größer als das Natriumchloridatom. Also wenn Natriumchlorid über die Haut nicht reingeht, dürfte das Magnesiumchlorid ja eigentlich erst recht nicht reingehen. Also physiologisch kann es eigentlich nicht funktionieren. Das sage ich jetzt einfach mal so. Was hältst du dann von Basenbädern? Fuß oder ja, das scheint dann aber eher darüber zu gehen, dass eher vermutlich Säuren aus dem Körper rausgezogen werden, als dass basische Mineralien reingehen. Mhm. Ich sage immer, die Haut ist ein Barriereorgan. Die soll uns von der Umwelt abgrenzen. Da soll eben nichts rein. Ja? Ich lege ja auch nicht einen Schweineschnitzel auf den Bauch und erwarte da, dass die Aminosäuren aufgenommen werden. Und bei Mineralien funktioniert das erst recht nicht. Mhm. Die Ausnahme sind fettige Substanzen. Also ätherische Öle im Bad, die gehen rein. Eine Progesteroncreme, die geht rein. Aber meines Wissens nicht Mineralien. Mhm. Ja, leider geht auch Chemie rein, ja. Das wäre schön, wenn es da nochmal... Fettlösliche Gifte gehen da leider auch rein, genau. Ja. Also es sind eher die fettlöslichen Sachen, nicht die wasserlöslichen Sachen. Also auch da bräuchte man mal gute Studien dazu. Aber wie ist es dann bei einem Magnesiumöl? Ja, da ist ja, soweit ich weiß, ist da ja meistens Magnesiumchlorid mit drin. Okay. Ja. Aber dass das Öl dann das Magnesiumchlorid ist... Dass das dann reinschleppt, ja, ich kann es mir aber nicht vorstellen. Ja. Wenn jemand damit super gute Erfahrungen mit gesammelt hat, ich halte auch keinen davon ab. Mich hat es bisher nicht so überzeugt, dass ich es für mich oder meine Patienten nehmen würde, weil ich habe so gute Magnesiumverbindungen. Und wenn man eine ganz hohe Dosis nicht verträgt, dann nimmt man halt die Dosis, die man verträgt. Ja. Einen Mangel kann man immer damit ausgleichen. Und wenn es nicht in 2 Wochen ist, dann ist es halt in 4 Wochen. Also da weiß ich, dass es ankommt. Ja, super. Welche Verbindung bevorzugst du jetzt mal zum Einstieg, dass man jetzt... Ja, nochmal, die organischen. Zitrate. Orotate. Ja. Es gibt auch Präparate, die sagen, okay, wir wissen jetzt gar nicht, was am besten ist. Wir machen einfach eine Mischung. Dieses Trimagnesium. Aus 4 oder aus 7 verschiedenen Magnesiumverbindungen. Die benutzen möglicherweise eben auch noch unterschiedliche Aufnahmewege. Ja, ein bisschen unterschiedlich. Und damit würde man dann überhaupt gar nichts verkehrt machen. Super. Ja, wieder richtig spannend. Klasse. Also Magnesium auch so ein wirklich ein Schlüsselmineral, um den Körper zu unterstützen. Genau, bitte die alten Nährstoffe nicht vergessen anhand der neuen sensationellen Nährstoffe. Mhm. Die alten wirken auch immer noch und Magnesium ist eines meiner Lieblingsminerale, ganz klar. Super. Vielen, vielen Dank, lieber Gerne. Volker, und bis bald. Und bleiben Sie entspannt. Ja, genau. Umso schöner, dass wir noch Mineralien haben, die uns bei der Entspannung unterstützen und vor allen Dingen diesen wertvollen tiefen Schlaf einfach auch nochmal fördern. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen. Bedanke mich fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.